Ich wollte unbedingt für einen Kurzausflug ans Meer, mal wieder salzige Luft schnuppern und so fiel meine Wahl auf die Wangerland-Tour. Von Jever aus ging es Richtung Nordsee und dann immer am Deich entlang durch die bekannten Badeorte Horumersiel und Schillig. Und auch das Hinterland hatte einiges zu bieten. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich in Jever und heute starte ich mal die Wangerland-Tour oder die Radtour durchs Wangerland, ca. 60 Kilometer. Und der Weg hier führt mich dann erstmal nach Hoogsiel, befinde mich hier gerade an der Schlachtmühle. Jever gucke ich mir später nochmal an. Heute geht es erstmal Richtung Wasser, ich will das Meer sehen. Ein Kärtchen kommt ja wie gerufen und dann kann ich gleich mal erklären, wie die Tour hier auch aussieht. Also grob gesagt hier oben Friesland. Und in Jever bin ich gestartet und dann geht es jetzt hier am Hoogstief immer entlang Richtung Hoogsiel. Das ist das nächste Ziel und dann am Nordseeküstenradweg hier so rum und wieder zurück. Eine Rundtour, 60 Kilometer, das ist der Plan. Der Morgen ist noch schläfrig, als ich aufbreche. Der bedeckte Himmel und die Dunstschwaden verschlucken die meiste Umgebungsfarbe. Es liegt viel Ruhe hier an den Wegen und die Ruhe findet mich. In Hoogsiel angekommen, schaute ich mich in der langen Straße ein wenig um. Hier lässt es sich entspannt durch die Gassen flanieren. Dieses schicke Haus mit dem auffälligen Uhrenturm war das frühere Rathaus von Hoogsiel und beheimatet heute das Muschelmuseum. Eintritt kostet mit Kurkarte 1 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Vor dem Künstlerhaus befindet sich die Bronzeskulptur Fischers Sohn will mehr vom Westerstädter Künstler Norbert Marten. Nur ein paar Meter weiter lädt der pittoreske Alte Hafen zum Verweilen ein. Ich radel nun ganz entspannt am Hoogsieler Binnentief entlang, auch Hoogsmeer genannt. Bootsfreunde kommen hier voll auf ihre Kosten, hier folgt ein Hafen auf den nächsten. Das ist von der Wangerland-Route, die ich eigentlich fahren wollte, nicht der ganz richtige Weg, denn Hoogsiel oder die Schleuse nach Hoogsiel war eigentlich nicht mit drin enthalten, aber da wollte ich unbedingt nochmal hin. Das heißt, den kleinen Schlenker nehme ich noch mit und hier jetzt so abseits des Weges sieht das nicht wunderschön aus hier. Ah, tippitoppi. Kommt mir schon wieder irgendwie kommt mir da so eine Werbung in den Sinn. Die Schleuse Hoogsiel ist auch bald erreicht. Ja.
Ja, da stehe ich an der Schleuse im Hochsiel und der Weg hat sich echt gelohnt, den zu fahren an diesem Hochsieler Tief oder wie auch immer das heißt oder hochtiefer Siel. War mega schön zu fahren, habt ihr ja gesehen und ich muss jetzt nochmal die Kamera hier auspacken, weil das echt, echt schön ist und hier wird überall rum, alle filmen hier auch. Die Seeschleuse in Hooksiel verbindet die Nordsee mit dem Tide-unabhängigen Hooksmeer. Hier befindet sich auch eine super Webcam, die den Hafen gut einfängt. Sehnsüchtig habe ich des Öfteren aus der Ferne zugeschaut und ich freue mich nun umso mehr, nun live dabei zu sein. Also der kleine Umweg sozusagen von meiner ursprünglichen Route hat sich vollends gelohnt. Echt toll hier und jetzt sehe ich aber zu, dass ich nach Oromasil komme, weil allzu lange hell ist ja in diesen Tagen auch nicht mehr. Oh, was für ein Wetter! Wunderbar! Zeigen hier. Man sieht es, Randweg nach Oromasil. Ist hier alles super. Super ausgeschildert, aber man muss seine Augen offen halten, damit man auch die Schildchen findet. Das ist der Radweg. Ach du Gott. Beschissen ist der Radweg. Nun immer am Deich entlang. Für die Abschnitte mit grasenden Schafen sind Schutzbleche Pflicht oder die Dusche nach der Tour. Dem juckt der Arsch. Am Wangertief beobachte ich die heimische Vogelwelt. Diese beiden Krawallbrüder vertrugen sich am Ende aber doch noch. Ehe man sich versieht, ist man auch bereits in Oromasil eingeradelt. Viel habe ich von dem Örtchen nicht gesehen, denn als ich meinte, mal anhalten zu müssen, war ich bereits in Schillig gelandet. Schillig leitet sich von dem Begriff Schill wie Schale ab, im Englischen auch wortverwandt mit Shell für Muschel. Der Badeort liegt an der äußersten Nordostspitze der ostfriesischen Halbinsel, jedoch im Oldenburger Teil. Der sehr flach abfallende Strand und das nur knietiefe Wasser bei Flut sind in den vergangenen Jahren zu einem Treffpunkt für Kitesurfer und Landboarder aus nah und fern geworden. Schillig nördlich vorgelagert liegen in Sichtweite die ostfriesischen Inseln in Wangerooge, Mellum und Minsinneroog. Spiekeroog ist bei guter Sicht ebenfalls auszumachen. Hier ist der schwarz-weiß gestreifte Turm auf der Westseite der Vogelschutzinsel Minsinneroog zu sehen. Hier nach Minsen sind die Radwege wieder beschissen. Ich bin jetzt hier in der Nähe von Minsen und durch Oromasil und Schillig bin ich eigentlich relativ schnell durchgefahren. Hab da ein bisschen rumgefilmt, da waren aber ein paar Restaurants, die es da so hätte geben sollen am Strand. Die waren alle in Restauration, sage ich mal.
So bin ich jetzt hier gelandet, habe ein Fischbrötchen habe ich noch gefunden, das habe ich noch gegessen. Und jetzt, wie gesagt, in der Nähe von Minsen. Da hinten ist noch das Meer, aber nicht mehr lange, denn jetzt geht es wieder ins Land hinein. Aktuell befinde ich mich hier am Denkmal, und zwar ist das Minsener Seewief, eine mittelalterliche Sage, erzählt von einem Meerweib, das aus Rache das Wangerland überflutet hat. So sieht's aus. Genau. So, und jetzt geht's zurück Richtung Jever. Und das muss man natürlich gestärkt antreten. Also wie das Land, so das Jever. Es wird jetzt nämlich wieder ein bisschen ruppiger, es zieht sich zu. Aber wir sind bestens gewappnet für die restlichen Kilometer. Zum Wohl. Naja, so ein bisschen Sonne gibt es ja doch noch. Wunderbar. Keine Termine, kein anderes Bier. Wie das Land, so das Jever. Friesisch herb. Von nun an heißt es Gegenwind und dunkle Wolken. Sehr herbstlich das Ganze und es pustet wunderbar die Gedanken frei. Also hier ist nochmal ein Knotenpunkt mal wieder. Neugamsiel 2,6 Kilometer. Hier steht auch bereits Jever dran, 15 Kilometer. Ich bin jetzt, was ist das, Knotenpunkt 48 hier. Also nach Jever könnte man hier 15 Kilometer fahren. Aber meine Route führt mich über Neugamsiel. Und dann hier so lang, 85, 74, irgendwo hier so. Also nicht auf dem straighten Weg, sondern einmal so rundrum. Und aber es ist mega schön bis jetzt. Also was uns diese schlecht zu entziffernde Karte hier sagen möchte, ist, dass wir uns hier an der Grenze befinden zwischen Ostfriesland und Friesland, was wohl zu Oldenburg gehört hat. Ne? Also wir verlassen quasi jetzt das echte Ostfriesland. Nun ja, es ist genau andersherum. Von Friesland kommend wird der ostfriesische Teil kurz angekratzt. Also hinter mir läuft gerade eine Gruppe vorbei, die sind gerade am Klotschäten, rollen hier den Ball über die Straße, alles abgesperrt. Vorne einer mit Reflektorweste und dahinter, und dann wird ordentlich gerollt und gemessen. Typisch Ostfriesland oder Friesland, je nachdem, wo wir hier jetzt auf der goldenen Linie sind. In Berdum hatte ich Glück. Es wurde gerade für eine anstehende Kommunion noch einmal mit kleinen Blumensträußen geschmückt, sodass ich noch einen Blick in die sonst verschlossene Maria Magdalena Kirche werfen konnte. Also am Ende kriege ich hier doch noch Regen ab, also alles wasserdicht verstauen, weil da vorne sieht es jetzt nicht so pralle aus. Aber was soll's, Eggelingen ist gleich erreicht, oder wie das Nest heißt, und dann ist die Tour fast geschafft. Es folgen die letzten Meter zurück nach Jever. Und wenn man schon einmal pitchnass ist, dann kann es auch ruhig weiter plattern. So, moin moin, das ist jetzt schon der nächste Tag. Ich habe gestern gar nicht mehr weiter gefilmt. Es hat richtig, richtig geschüttet, geplattert. War bis dahin aber ein toller Tag.
auch als es so ein bisschen windig wurde, ein bisschen herbstlicher. Fand ich trotzdem super, das war so schön meditativ, man kam so ein bisschen runter. Nichtsdestotrotz, hinter mir, ich bin jetzt noch in Jever, ich mache heute Stadtrundgang, hinter mir seht ihr die Brauerei. Und just an meiner Radtour, als ich von der Tour kam, das waren dann am Ende ca. 70 Kilometer, ist mir an der Brauerei meine Kette komplett gerissen. Und dann durfte ich noch 200 Meter schieben bis zum Hotel, aber dann bin ich ja angekommen. Von daher war gestern echt ein spitzen Tag und heute machen wir ein bisschen Sightseeing durch Jever. Es ist ein herrlich goldener Herbsttag, perfekt für einen Stadtrundgang. Die ehemalige Stadt- und Burgbefestigung bestand unter anderem aus einem Wassergraben, wovon heute noch diese Wasserbecken, auch Graften genannt, übrig geblieben sind. Seit 2006 ziert das neue Denkmal von Eilhard Mitscherlich den Platz. Er war ein deutscher Chemiker und Mineraloge. Bekannt wurde er unter anderem als Entdecker von Säuren und Kristallstrukturen. Ich habe mein Hotel direkt an der Schlachte und so beginne ich auch in dieser kleinen, aber feinen Einkaufsstraße. Ein Blick auf die Jever-Brauerei zu erhaschen, ist unumgänglich. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich keine Führung unternommen. Noch ein Highlight hier, für mich auf jeden Fall, was ich leider von den Öffnungszeiten her verpasst habe, ist die Blaudruckerei, die es hier gibt. Da gibt es glaube ich nur noch 5 wohl in Deutschland, die nach dem alten Handwerk mit den alten Modellen und Matrizen arbeiten. Hätte ich mir gerne nochmal eine Tischdecke geholt. Ich komme nochmal wieder zurück, um mir hier was auszusuchen und mir das anzuschauen. Aber falls ihr mal hier seid, guckt euch die Blaudruckerei auf jeden Fall an. Es ist wohl auch eine Museumsblaudruckerei. Da könnt ihr dann der Künstlerin sozusagen dabei zuschauen, während sie das alles anfertigt. Und ich habe das früher mal in einem Bericht gesehen, im WDR oder im NDR, weiß ich nicht mehr. Da hat das noch ein älterer Herr gemacht und jetzt macht das wohl eine junge Frau. Also es gibt die weiterhin, finde ich eine ganz tolle Sache. Auf eigene Faust lässt sich die historische Altstadt gut erkunden. Die über 1000-jährige, wechselhafte Geschichte des Ortes kann man hier an vielen Orten erfahren. Im Zentrum von Jever befindet sich, wie es sich gehört, der Kirchplatz. Die Vorgängerkirche ist 1959 bis auf die Grundmauern abgebrannt. 1964 wurde das neue, moderne Gotteshaus fertiggestellt. Es ist auch unter anderem Garnisonskirche für den Bundeswehrstandort Ob-Jever. Am Kirchplatz bieten sich viele Einkehrmöglichkeiten, die ich allerdings links liegen lasse. Über die Prinzengraft flaniere ich in Richtung des alten Marktes. Auf dem alten Markt stellen die verschiedenen Bronzefiguren, die im Sagenbrunnen verewigt sind, die Mythen und Sagen des Jeverlandes dar. Ob Horand der Sänger, Maria von Jever, Graf Anton Günther von Oldenburg, der Schäpe Hase oder das Hexenschiff fährt über die Jade, alle Figuren haben ihre eigene ungewöhnliche Geschichte. Alles nachlesbar in der Videobeschreibung. Und nicht nur der Münchner Marienplatz oder der Altstädter Ring in Prag, nein, auch Jever hat ein bedeutsames Glockenspiel zu bieten. Zu manch voller Stunde lassen sich die Protagonisten der Jever Stadtgeschichte herauslocken. Die da wären, von links nach rechts, Edo Wiemken, Fräulein Maria von Jever, Anton Günther,
Johann August und Katharina die Große. Fräulein Maria von Jever ist wohl die berühmteste Regentin. Sie konnte die Eigenständigkeit des Jeverlandes durch eine geschickte Politik im Inneren und Äußeren erhalten und ausbauen. Sie hat überall in der Gegend so ihre Spuren hinterlassen. Umgeben von einem idyllischen englischen Garten zählt das Schloss Jever zu den schönsten Baudenkmälern in Nordwestdeutschland. Wir haben Schloss in Jever. Und wie sich das hier königlich gehört, mit ein paar Pfauen, die hier so rumstreunern. Der dazugehörige Schlosspark. Der Schlosspark Jever, ab 1828 nach dem Vorbild englischer Landschaftsgärten angelegt, gehört wiederum zu den bedeutendsten Gartenkunstwerken Nordwestdeutschlands und bildet zusammen mit dem Schloss ein einzigartiges Ensemble. Am Schloss in Jever ist es doch eine schöne Möglichkeit, den Stadtrundgang abzuschließen. Der erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe sicherlich das ein oder andere verpasst. Und dann schließe ich jetzt somit auch das Video ab. Das war meine Tour durch das Wangerland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!